Hilfe, wo ist mein Dokument? Ich habe damit doch eben noch gearbeitet, Programm geschlossen und jetzt finde ich nichts wieder. Verdammt, was mache ich jetzt? Am besten dieses Video schauen, denn dann finde ich es eventuell wieder. Hallo, mein Name ist René Steyes. Ich bin Gründer vom ESRT-Service und in dieser Grundlagenserie geht es einmal darum, den Computer von klein nach groß zu erklären, so dass ich wirklich alle wichtigen Fragen rund um den Computer intus habe und es für mich keine Fragezeichen mehr gibt, sondern höchstens ein Ausrufezeichen. Eine Sache, die mir in meiner Praxis auch immer wieder aufploppt, das ist die Frage: Mensch, ich habe eben gerade hier gearbeitet, ich habe das Dokument gespeichert und jetzt finde ich es nicht wieder. Wo ist dieses Dokument geblieben? Windows bringt hier praktische Hilfen mit, die mir helfen, mein Dokument wiederzufinden. Und diese Hilfen, die schauen wir uns jetzt in diesem Praxisteil einmal mal genau an. Jetzt habe ich gestern meinen Brief geschrieben und finde ihn nicht wieder. Oder auch eine andere Datei. Das kann ja immer mal passieren. Wenn ich jetzt beispielsweise mal hingehe, ich öffne mal hier Paint. Und gehe jetzt hier hin und mache hier mal einen kurzen Meisterwerk draus. Und diese Datei gehe ich jetzt hin und speichere sie. Speichern. Mache ich jetzt nochmal kurz Bild draus. Ich lege es jetzt auch in die Bilder rein. Mache hier mal in gespeicherte Bilder rein. Bild. Nimm das Ganze nochmal, gib denen nochmal ein bisschen besseren Namen. Kunstwerk. Geh auf Speichern und schließe nun das Dokument. Dann stehe ich jetzt vor dem Problem, Mist, wo habe ich das eventuell hingelegt? Und um da jetzt hinterzukommen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Grundsätzlich kann ich einmal hier den Explorer ganz normal öffnen. Und hier habe ich den Schnellzugriff und über den Schnellzugriff finde ich die zuletzt verwendeten Dateien. Und siehe da, ich sehe hier an dieser Stelle gleich schon mein Kunstwerk, Doppelklick drauf und dann öffnet sich auch direkt mein Kunstwerk. Sollte mir hier aber die Datei nicht angezeigt werden, dann kann ich ja hoffen, dass ich mich noch an den Namen erinnern kann, weil dann gibt es auch die Suche, da kann ich ja auch mal Kunstwerk eingeben. Und finde auch direkt meine Datei hier, welche ich dann mit einem Klick auch direkt öffnen kann. Und wenn ich hier mit der Maus drauf bleibe, sehe ich auch, wo es liegt und kann dann dementsprechend auch mein Bild direkt finden und habe somit kein Problem mehr, an die Datei ranzukommen. Einige Programme bieten mir das dann auch noch an, beispielsweise LibreOffice macht das, was im Programm selber eine Funktion da ist, dass ich zuletzt geöffnete Dateien wiederfinde. Bei LibreOffice ist es hier sehr offensichtlich, wenn ich das LibreOffice direkt starte. Allerdings kann ich auch, wenn ich hier im Writer jetzt drin bin, einmal hier auf Datei gehen und zuletzt verwendete Dokumente werden mir hier auch direkt angezeigt. Das kann mir die Arbeit auch noch ein bisschen einfacher machen, bietet aber noch lange nicht jedes Programm an. Aber ansonsten ist es halt ganz einfach, über diesen Weg Dokumente wiederzufinden. Mit dieser Anleitung bist auch du jetzt in der Lage, deine Dokumente wiederzufinden. Wenn dir dieser Tipp geholfen hat, dann lass gerne einen Daumen nach oben da. Wenn du bessere Wege kennst, andere Wege kennst oder wenn du auch das Problem kennst, dass ab und an deine Dokumente irgendwo auf der Festplatte ins Nirvana verschwinden, dann schreib mir doch mal deine Erfahrung in den Kommentaren. Ich bin gespannt. Und sofern du es noch nicht getan hast, dann hast du auch die Möglichkeit, diesen Kanal gleich in der Endcard zu abonnieren. Das ist komplett kostenlos. Damit verpasst du diese Tipps nicht mehr und bekommst immer wieder die besten, neuesten Grundlagen an die Hand. Wenn du irgendein dringendes Problem hast und hier Hilfe benötigst, dann kannst du diese eingeblendete Telefonnummer jetzt verwenden, aber auch gerne die E-Mail. Und hier hast du die Möglichkeit, von uns wirklich professionelle Hilfe zu erhalten. Und wenn du immer noch hier am Video bist und immer noch zuschaust, dann gibt es für dich als Belohnung noch folgende E-Mail-Adresse. Und mit dieser E-Mail-Adresse
bekommst du von mir die Möglichkeit, ein kostenloses Kennenlern-Coaching im Computerbereich zu bekommen. Das bedeutet für dich, dass deine Fragen einmal von mir ganz individuell für dich erklärt werden. Einfach anschreiben, das Ganze ist kostenlos und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann irgendwann mal persönlich sprechen.